Ja, hallo liebe Videofreunde. Wir melden uns heute von St. Peter-Ording. Wir sind jetzt eine Nacht auf dem Campingplatz SPO gewesen. Und der ist sehr schön, den kann man sehr empfehlen. Wir hatten Glück, dass wir noch ein Plätzchen für eine Nacht bekommen haben. Denn heute, ab heute haben wir ja in Campingplatz Ohlsdorf gemietet. Ja. Und also wir sind ja von Buchholz, Ratzeburger See Camping nach Kiel gefahren, weil da wollte ich ja eine Freundin überraschen. Und waren dort an dem Stellplatz, wie heißt das? Förde, ne? Kieler Förde. Fördeblick. Fördeblick, ja. Das ist ein sehr schöner Stellplatz, also weil man unheimlich viel beobachten kann. Also da fahren die Schiffe in Kiel los und fahren direkt an der Schleuse. Der ist direkt an der Schleuse. Ja, Nordostseekanal ist es. Ja. Und kann man halt beobachten, wie richtig große Dampfer dort schleusen. Ja. Also richtig große. Allerdings hat es den Nachteil, es ist recht laut. Ja. Also das war schon laut auch in der Nacht, weil nachts fahren die ja auch unentwegt und das vibriert auch so, die Motoren. Also man merkt fast schon mehr das Vibrieren als die Lautstärke. Also es war schon laut, aber gut, uns hat es jetzt nicht so viel ausgemacht. Dafür gibt es halt wahnsinnig viel zu beobachten dort und leider war meine Freundin nicht da. Ja, hab mich so auf den Blick von ihr gefreut, wenn ich vom Wohnmobil stehe. Es ist mir nicht gelungen. Warum? Weil sie eine Fortbildung hat. Ich wusste das auch. Aber ich habe gedacht, dass die Fortbildung nur eine Woche geht und diese Woche vorbei ist. Aber nein, die Fortbildung geht 2 Wochen. Und sie ist die Woche auch noch auf der Fortbildung. Jetzt dürft ihr 3 mal raten. Wo? In Lübeck. Tja. So. Also wir sind aneinander vorbeigefahren. Naja, also ich musste mich dann outen, weil ich gefragt habe, wo sie denn ist. Und dann kam das natürlich alles zutage. Und jetzt haben wir uns vorgenommen, auf dem Rückweg nochmal vorbeizufahren, dass wir uns da dann endlich mal sehen werden. Und auch der Stellplatz wirklich schön ist. Also den Stellplatz würde ich wirklich empfehlen, weil es einfach, man gibt so ein kleines Bistro, wo man draußen sitzen kann, ne? Kann man so Kleinigkeiten essen und was trinken. Und kann man direkt an dieser Förde sitzen und beobachten. Ja, bis halt im Industriegebiet. Ja, aber das macht nichts, finde ich. Also es ist wirklich, wirklich empfehlenswert. Und es gibt auch noch in der Nähe ein kleines Wäldchen. Das hat mir meine Freundin erzählt. Das werden wir dann gucken, ob wir das nächste Woche nochmal schaffen, dorthin zu laufen. Das ist so circa 2 Kilometer von dem Stellplatz entfernt. Und da muss es ein wunderschönes Wäldchen geben, wo man spazieren gehen kann mit Tieren, die dort leben. Unter anderem auch Wildschweine, aber eben eingezäunt. Also es muss sehr, sehr schön sein dort. Das würde ich mir auch gerne nochmal angucken. Also dann haben wir aber entschlossen natürlich, dass wir einen Tag später schon wieder dann abreisen. Eigentlich wollten wir einen Tag dort bleiben, gestern. Ne? Ja. Dann haben wir uns überlegt, nee, dann fahren wir doch und fahren schon mal nach St. Peter-Ording. In der Hoffnung, wir kriegen irgendwo hier einen Stellplatz. Das hätten wir auch. Es gibt mitten in dem Ort einen Stellplatz hier. Ja. Aber der hat uns jetzt nicht so gut gefallen. Er ist okay, wenn man mal so einen Zwischenstopp machen will. Da ist gleich ein Italiener um die Ecke, Restaurants und so, das ist alles da. Aber es ist direkt an der Straße und es hat uns also überhaupt nicht so zugesagt. Und dann haben wir Glück gehabt, dann haben wir hier angerufen und die nette Dame dort an der Rezeption sagte, ja, ihr könnt kommen eine Nacht, aber ohne Strom. Ist egal, haben wir gesagt, eine Nacht geht. Und dann haben wir das gemacht. Und es ist wunderschön hier, weil man schaut wirklich hier in Richtung Meer, also nicht das Meer sieht man nicht, aber wie sagt man denn hier, die Dünenlandschaft oder Deich, ja, Dünen sind ja auch nicht, Deichlandschaft, also ganz toll. Hier sind die Wildgänse, jede Menge, gestern Abend habe ich jede Menge Wildgänse hier gesehen. Die fliegen den Abend manchmal richtig niedrig hier über den Platz drüber hinweg und also es ist wirklich ein schöner Platz. Wir wollen jetzt zu unserem gemieteten Stellplatz fahren. Und wollen uns den mal angucken und entweder wir versuchen hier nochmal nächste Woche 2 Tage zu buchen oder 3 oder wir bleiben dort auf dem
Campingplatz, wo wir jetzt sind, wenn sich die Möglichkeit ergibt. Ne? Weil wir haben uns jetzt entschieden, wir fahren nicht irgendwo noch groß woanders hin. Es macht keinen Sinn. Wir haben alles rundherum abtelefoniert. Ob das Sylt ist, da geht sie gar nicht erst an die Campingplätze ran, an die Telefone, meine ich. Wir haben Norderney noch mal probiert. Wir haben, was war noch? Irgendeinen Platz hatten wir noch. Büsum hatte ich probiert. Da ist auch keiner rangegangen. Die sind alle ausgebucht. Es macht keinen Sinn. Du kannst echt froh sein, wenn du hier einen Platz hast. Und es ist dieses Jahr halt eben anders, nicht so viel mit Rumreisen und so weiter, ist auch nicht so schlimm, erholen wir uns mal gut, ne? Werden uns mal St. Peter-Ording hier in Ruhe angucken, werden uns heute Fahrräder mieten, gell? Und machen wir so, ne? Ja. Ach, und ein sehr schönes Erlebnis hatten wir gestern Abend, und zwar sitze ich hier draußen und schau so hier schräg gegenüber, denke ich, das ist doch der Bernd Rüdiger Risto. Und der Bernd Rüdiger Risto, wer den noch nicht abonniert hat oder den nicht kennt, den verlinke ich euch mal. Der macht wunderbare Reiseberichte, gerade so speziell über den Norden, aber auch andere Sachen. Eine sehr angenehme Art, Reiseberichte zu machen. Also ich bin schon lange Abonnent von ihm und schaue regelmäßig seine Videos. Er hat eine unheimlich ruhige, informative, nette Art, so einen Reisebericht zu gestalten. Und ich denke, ich sehe nicht richtig, da sitzt der draußen und da habe ich gesagt, so, jetzt gehen wir mal hin. Also das müssen wir jetzt machen. Und da bin ich auch hingegangen, weil wir haben nämlich letztes Wochenende am Samstagabend noch das Video von ihm über St. Peter-Ording geguckt. Ne? Ja. Und das ist ein sehr netter, ne? Sind wir gestern rübergegangen, haben uns kurz unterhalten und durften wir ihn halt mal persönlich kennenlernen und sagen, dass wir seinen Kanal gut finden. Ja, das war eine schöne Überraschung gewesen. So, jetzt fahren wir mal rüber ins Dorf, auf den Campingplatz Ohlsdorf. Und dann schauen wir uns den mal an. Normal dürfen wir ja erst ab 14 Uhr drauf. Das haben sie auch ein bisschen komisch gelöst. Ne? Willst du auch mal was sagen vielleicht? Da hast du alles gesagt. Nicht, dass du dann, dass es heißt, du kommst nicht zu Wort. Ja, das ist alles gesagt. Ja, man darf da erst ab 14 Uhr drauf wohl, ne? Ja, die waren Mittag von 12 bis 14 Uhr. Ja, die haben wir von 12 bis 14 Uhr, ist wohl Ruhezeit und davor ist Abreise, weil sie dann, glaube ich, dann bis 12 ja, kannst du bleiben. Kurz nach 11 Uhr, also. Und jetzt gucken wir mal, vielleicht kommen wir noch drauf, wenn nicht, fahren wir einkaufen noch in Ruhe und gucken uns das Örtchen mal an. Ne? Ja. Gut. Bis dann. Tschüssi.
it's a lie when I say that I'll be fine, I'll be fine. And in the night I tend to lose my sight, I fade out within the moving light. But I got time, that's why I'm. I can see clear through my mind, and the secret is to shut my eyes, to shut my eyes and see through my mind. I can see through my feelings now. I can see because I feel ready now. I see red, I feel blue, but it's all black and white. It's black and white. And in the night I tend to lose my sight, I fade out within the moving light. But I got time, that's why I'm breathing now. I can see feelings now, I can see clear through my mind, and the secret is to shut my eyes.